Ja, ja, ich überspring's gleich. Wenn ihr wollt sie unbedingt nochmal sehen. Ich wollte mir jetzt mal das Wasser leeren. War vorhin auch schon. In der Pause hätte ich eigentlich auch zur Garage gehen können und einmal kurz Wasser holen können. Ja, Arme überspringt bitte. Hi! Musst du eigentlich genau dahin gehen, wo ich gedanklich auch hin will? Das war die falsche Taste. Musst du gerade jetzt deine Fähigkeit machen? Warum mit dem Monsterschild? Ein Drache, ja. Der uns schon einmal getötet hat. Unter anderem. Nein, ich will nicht. Ich will in Urlaub. Machst du mal was Nützliches? Wenigstens brauche ich mir bisher erstmal um die MP keine, also HP keine Sorgen zu machen. Erst einmal. Nein, 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 nein. Also ich glaube, wir machen mehr Schaden. Das kann aber auch ein Irrtum sein. Das ist wie, wenn man Formel 1 fährt und man bewegt sich trotzdem irgendwie mit. Weil man denkt, dass man dann trotzdem schnell ausweicht. Guck den mal in die... Sein allerwertes, bitte. Eigentlich will ich gar nicht in die nächste Phase kommen. Wenn ich mir das immer so recht überlege. Den ich an der Stelle. Derer Klappe. Einfach nein. Also sagen wir mal so, wäre der Drache auf unserer Seite, fände ich es cool. Geil sieht er aus. Das Design ist echt mega. Aber ich hasse ihn. Ich hasse ihn nicht. Es ist ein Schweinsvieh. Hey, aber wenn ich irgendwann die Lust dran verliere, ich kann doch auf ganz einfach stellen. Ich kann auch den Schwierigkeitsgrad ändern, wenn ich es gar nicht schaffe. Aber nein. Erstmal probieren wir es. Wir probieren es so lange, bis ich irgendwann keinen Bock mehr habe. Aber wie gesagt, wir machen mehr Schaden, glaube ich.
Jetzt kommt nur das Schlimmste vom Schlimmsten. Die größte Frage, die ich mir stelle: Wie erreiche ich Madame? Kann ich sie da oben irgendwie erreichen? Oder muss ich erst das Drachenviech erledigen, bevor ich an die Schlüpfe daran komme? Also ich würde sagen, bisher läuft's gut, aber ich will es noch nicht beschreien. Sagte sie und wurde getroffen. Wie viele haben wir verloren? Okay, danke. In dem Fall bin ich echt froh, Dera, dass du das schon hinter dir hast, damit du mir helfen kannst. Da bin ich echt richtig, richtig froh drüber. Glaubst du gar nicht. Das vereinfacht mir einiges. Okay, ich versuch's. Das Lebens. Wenn wir mit ihren Zwillingen. Okay. Gut zu wissen. No. Hau ab. Da raus. Tu doch einmal, was man dir sagt. Nur einmal. Wann haben wir denn das Ananas-Gel bekommen? Wie, Sarah, warum tust du mir das an? Nein. Tu's einfach nicht. Haha. Arschkarte. Halbig. Sarah liegt eindeutig zu oft am Boden.
Da liegt sie. Tschüss, Drache. Danke, Mappa. ただ、罪を罪として償わせる。それだけだよ。 Gleich.数年前、ガナスハロスの鋭が急死し、後任がついた。その時消えた名がボルラー。来たぞ。恋焦がれるものの如く。取れ！ Thank you.
Das Matze, danke für dein Follow. Herzlich willkommen hier bei den Sandpfoten. Kommst du ja genau richtig. Du nimmst meine Shion jetzt aber bitte nicht mit. Vergiss es. Toll, er kann auch mehr teilen. Mensch. Es kann also nicht mehr anfassen. Oh nein, Joel. Komm, nicht in die große Müffnerspalte. Hat etwas gedauert. Alles gut. Alles gut. Juhu, wir haben Nahrung geschafft. Yay. Testsubjekt 1237. Die Geisterbeschwörungszeremonie beginnt in Kürze. Bleib bis dahin ruhig und warte auf weitere Anweisungen. Ach, zu grüne Neune. Sind wir denn jetzt gelandet? Strahlenergieaufladung fast abgeschlossen. Ausgabe stabil. Stehe bereit. Danke, ihr beiden. Hallöchen. Du hast so ein Sternchen über dem Kopf, du bist nett. Ich war ehrlich gesagt ziemlich nervös. Wenn es mit dir nicht geklappt hätte, wer weiß, was wir getan hätten. Das ist schließlich das erste Mal, dass wir einen Herrscher und eine Jungfer für die Zeremonie beisammen haben. Aber zu sehen, wie du es bis hierher geschafft hast, hat meine Ängste verstummen lassen. What? Na gut, wir gucken erstmal. Ist das das Testsubjekt? Wow, er sieht genauso aus wie wir. Äußerlich vielleicht. Im Inneren ist er genauso unzivilisiert wie der Rest von ihnen. Du hast hoffentlich meine Warnung vorher nicht vergessen. Nein, das Testsubjekt keinesfalls anfassen, richtig? Nett. Jetzt darfst du nicht weiter, Dinea. Hab Geduld und warte, bis die Vorbereitungen für die Zeremonie abgeschlossen sind. Lass mich raten, da darf ich auch nicht rein. Testsubjekt 1273. Du hast keine Autorisierung, diesen Raum zu betreten. Kehre auf deine Position zurück und warte auf die Zeremonie. Ja, okay, gut. Hätten wir das auch geklärt. Da ist noch jemand mit dem Stellchen. Die Jungfer behält die Dinge unter Kontrolle. Achte du einfach darauf, während der Zeremonie nicht die Konzentration zu verlieren. Wenn du deine Heimat je wiedersehen willst, musst du hier gute Arbeit leisten, 1273. Ich möchte aber eine andere Nummer haben. Jemand mit einem Sternchen über dem Kopf? Ich weiß nicht, wer auf die Idee kam, dich Herrscher zu nennen. Letztendlich bist du nicht mehr als ein Testsubjekt. Dein einziger Wert liegt in deiner körperlichen Eignung für die anstehenden Aufgaben.
Deine Gedanken und Gefühle sind irrelevant. Nett. Sie sind hier alle sehr herzlich zu einem. Ach, du bist es, 1273. Oder sollte ich sagen, Herrscher? Du verstehst nicht, wie viel Zeit und Mühe wir investierten, um dich als unseren einzigen Erfolg zu erzeugen. Wir können nicht riskieren, dass du in dieser Phase durch eine Verletzung ausfällst. Es ist Zeit, Alfen. Es ist also endlich soweit. Ja, wir müssen unsere Bekleidung anlegen und uns dann am Übertragungsgerät treffen. Wenn das alles vorbei ist, kannst du endlich nach Hause zurückkehren. Darauf hoffe ich. Tut mir leid, dass ich dich in all das hineingezogen habe. Es ist nicht deine Schuld. Tun wir einfach, was wir tun müssen und bringen wir es hinter uns. Stimmt. Hübsches Kleid. Ich glaube, da lief irgendwas schief. Das war eine komplett zerstörte Stadt. Der Bademeister. Ich weiß, das war gerade unangebracht. Das passt halt so gut. Verstehe ich gar nicht, Dera. Ich krieg da gleich wieder ein anderes Kostüm. Keine Angst. Stimmt, der kann ja jetzt wieder Schmerz empfinden. Also mit der einen Gesichtshälfte frei hätte mir besser gefallen. Was haben japanische Spieleentwickler eigentlich immer damit, dass die Leute immer an irgendwelchen Stränden liegen bleiben müssen? Ja, das Schwert kannst du glaube ich nicht mehr benutzen. Immer liegen sie an irgendwelchen Stränden. とにかくみんなを探さないと。
Meister Kind des Windes. So, erstmal fast alle Level up. Ist das sexy? Ja, der Bademeister. Warte mal. Ich habe ja gesagt, das geht nur für das Schiff, wo wir das tragen. Ey, komm, das wäre auch sexy gewesen. Schön im Pink. Die Schuhuniform will ich auch irgendwie nochmal tragen. Wegbereiter der neuen Welt. Das finde ich schrecklich mit der Farbkombination. Dera, was hast du denn? Verdammt, jetzt, wo ich mich dran gewöhnt habe. Ja, ne? So. nehmen wir mal das Samurai-Outfit. Habe ich mal meinen ersten Versuch von Euro Katze gepostet. Das schaue ich mir gleich an. Hey, komm, so ein schöner Samurai-Stil? Warte mal. Da gibt's doch auch noch die passenden. So. Ich hätte aber gerne einen anderen Waffenskin. Ja, die Klinge hätte ich gern. Mit seiner schönen Sonnenbrille. Ja, lass uns. Wir verunstalten ihn nicht noch mehr. Ach ja. Sieht doch nett aus. Sieht doch wirklich sehr apart aus. Würde meine Großmutter jetzt sagen. Monsterchen! Hallo! Na? Ach stimmt, wir haben ja niemanden mehr, der uns heilt! Ach kacke, stimmt, da war ja was! Wir haben jetzt allgemein gerade die Button, ne? Das erste... Nee, stimmt, am Anfang waren wir nicht allein, aber das erste Mal, dass wir, glaube ich, in Ketten richtig allein sind dann. Nee, doch, oder? Da waren wir ganz am Anfang beim ersten Kampf auch allein. Kann sogar sein. Okay, ich kann mir ganz. Leitarzt nicht. Ach ja. So ungewohnt jetzt, das erstmal recht wieder allein zu kämpfen. Ich bin gar nicht gewohnt. Autsch, autsch. Stimmt, warte mal, ich kann mich auch einmal komplett halten. Yeah.
Die Dinger sind aber echt träge. So ein bisschen zumindest. Wenn sie nicht gestorben sind, dann kämpfen sie noch heute. Geschafft. Nicht ganz so einfach zu kämpfen, was? Und unser Bademeister. Hallo Bademeister. Bademeister Duolin. この先にティスビムって村があるんだ。ロート来たらもうそこにいるよ。ここはどこなんだ？ガナスハロス、ボルラーンの国だよ。くしくも敵地に流れ着いたというわけだ。この際運がいいと思うべきだろうな。運？シオンを助けるにはってこと。 Etwas neben der Spur. Rinwe ist der Gruppe beigetreten und Dualim ist der Gruppe beigetreten. Ach ja, komm, ihr mit eurer Fähigkeit Matrix. Kann ich keine Punkte ausgeben. Oh, die Eule. Okay, warte mal. Outfits. Wenn wir jetzt beim japanischen Outfit angekommen sind, nehme ich natürlich das hier wieder. Das hier. Das passt da gerade am besten zu. So, und unser Bademeister verabschiedet sich jetzt auch mal von seinem Outfit. Wobei, ne, das hier wäre auch noch schick gewesen. Also so richtig sexy. Ich weiß nicht, was das Ding da hinten auf seinem Kopf soll, aber wir akzeptieren es. Wir akzeptieren es einfach. Und das spielen wir natürlich mit Rinwe. Ich meine, wenn Shion nicht mehr bei uns ist, dann darf Rinwe erstmal. Oh, das sieht aber schön aus. Eine Makrele. Da hinten ist auch noch was. Strahlkristall. Okay. Gut. Achso, ich wollte mir ja einmal kurz im Discord einmal das kurz angucken. Bin neugierig.
Sieht aber mega süß aus. Mega, mega süß. Aber Iron, du kannst echt mega gut zeichnen. Also wirklich mega gut zeichnen. Darfst du gerne nutzen. Danke. Werd mal gucken, wie ich dann daraus das mache. Vielleicht sogar aus beiden. Mal gucken. Ich lass mir da... Warte mal, wann habe ich Zeit? Entweder morgen Mittag nach dem ersten Stream oder am Donnerstag. Wahrscheinlich eher am Donnerstag. Dann setze ich mich dann mal in Ruhe dahin. Und mach das denn mal. Ah, es ist so ungewohnt, dass er sein Flammschwert nicht hat. Gott sei Dank habe ich die Fähigkeit eh kaum genutzt. So, wobei ich ja sagen muss, dass wir gleich erstmal Spielwechsel machen, weil ich ja gesagt habe, dass wir noch mein Wing in FF14 leveln möchte. Darf ich nicht vergessen. Nein, nein, nein. Hey. ラクをさせてもらった。ああ、です。えい。ディズビムはちょっと変わった村なんだ。ダナの村なんだけど、スルドの支配を受けていないんだよ。逃げ出した人たちがこっそり作った村なんだって。 この辺りはさ、はぐれズーグルの縄張りがたくさんあるから、その隙間にうまく作ったみたい。でもそのせいですごい警戒されちゃってさ。それでキサラとローは説得のために残ったんだ。あ、そういえばアルフェン仮面が全部取れたよね。あ、通覚も戻っているようだが関係あるのかね。 Wie komme ich? Wie komme ich an diese Eule? Aber jetzt mal wirklich, wie komme ich an diese Eule? Okay, jetzt. Augenklappe rechts. スルドの手先でないと納得したかね。ああ、どうにかな。
船が沈んだ時はどうなるかと思ったが、これで全員揃ったな。うん、シオンを助けに行けるね。その前に話しておきたいことがある。俺の記憶が戻った。それで何を思い出したんだ。今話さないといけないことなのか。慌てるな、ロー。俺はかつてレネギスにいたんだ。Danke! Dir noch einen wunderschönen Abend! さらわれたんだ、ダナから。帰りたければ協力しろと言われた。帰りたい一心で俺は応じた。その結果、俺は王になった。鋭ブリガを勝ち抜いたというのか、ダナの君が。そうじゃない。おかしな施設で実験台にされただけだ。他にも何人かいたが、皆死んだ。残ったのは俺だけだった。無論、本当の王様じゃない。それどころか、奴隷以下の扱いだったよ。俺が生きていられたのは、ただ、王の力を身につけることができたからに過ぎない。アウメドラの船で君に浮かんだ紋章は、紛れもなく王のものだった。なるほどな。炎の剣も時折見せた妙な力も皆王であったがゆえか。だが何のためにレナ人たちはお前にそんなことをしたのだ。王の力とは何なのだ。奨励の儀という儀式に必要だと言われたよ。そのための力の使い方を教えられた。だが、儀式そのものが何のためなのかは分からずじまいだった。けどそのレネギスにいたってことは、やっぱりシオンと会っていたんだな。あ、ほら、出会う前から見覚えがあったって言ってたろ。でもシオンは違うって言ってたはずだよ。レネギスで会ったのはシオンじゃない、ネビリだ。奨励の儀で王と対になる巫女に選ばれたレナ人。ゆうべに出てきたのは彼女だったんだ。巫女？それは。それじゃあそのネウリーって人がシオンと同じ顔をしてたってことか。一体どういう関係なんだ。ネウリの仮名はアイメリスだ。アイメリス、シオン・アイメリス。親戚か何かってことか。それともまさか姉妹。どうかな。とにかくあれはネウリだった。 Sind die Samurai-Klamotten besser von den anderen dreien? あの仮面か。何のために。俺の心が壊れるのを防ぐためだ。俺がレネギスの人々の命を奪ったから。
命をって反抗して戦ったのか。君の言う奨励の儀と関係があるのか。わからない。ただ儀式の目的が何だったにせよ、それはうまくいかなかったんだ。 Gut, oder? 儀式の最中に俺の意識は途切れた。気がついた時にはレネギスは火に包まれていて、目の前でネビリが泣いていた。何人手にかけたか見当もつかない。だが下手なスルドよりも少ないってことはないだろう。そんな話を信じろっていうのかよ。オーダのレネギスタのいくらなんでも無理がありすぎるぜ。どうかな。古い記録によればその昔レネギスそのものが反対するほどの恐るべき災厄があったという。その再建には多大な時と労力を要したとも。昔とは。スルドブリガはおろか、我々レナがダナに到来するよりさらに前、300年以上前のことだ。300って、なんだよそれ。 Gott ist das ein alter Mann。Aber gut gehalten, oder? So. Also für 300, ne, 300 Jahre? War nur 300, oder? Gut gealtert. Respekt.大勢死なせて、それも忘れてようやく思い出した時には300年が過ぎていたときた。理不尽と戦ってきたつもりの俺自身の手が誰よりも汚れていたんだ。よせアルフェン。正直どこまで理解できているのか自信はない。だがお前は今混乱している。300 Jahre alt. Muss man sich mal vorstellen. Isara. Immer noch mein Niva. Zikan ga hitzio da to mou. Jijitsu o uketome.整理する時間が、おそらく私たちにも。けどシオンは。シオンのことも心配だが、今のアルフェンはまともに戦えるように見えない。敵はあのボルランだ。挑むなら万全で臨むべきだ。それまではこの村にとどまろう。皆もそれでいいか。一人で考えるのもいいが、私たちでよければ相談に乗ろう。どれだけ辛くともお前は一人ではない。すまない。よし、ではひとまず解散だ。Ja, die Gruppe hat sich wieder aufgelöst. Auch nett. So.Aber mit Tails geht es erst beim nächsten Mal weiter. Weil, wie gesagt, ich möchte ja noch ein bisschen in meinem Zweitschein FF weiter heilen. Da muss ich ja noch ein bisschen vorankommen.
Jetzt wird das. Jetzt kommt erstmal gleich wieder das Intro. Sie